Der Europapark hat innerhalb von 26 Monaten einen zweiten Park direkt nebenan aus dem Boden gestampft. Und zwar einen mit Wasserattraktionen. Diese Kombination ist einzigartig in Deutschland. Diese Attraktionen müssen betreut werden. Unter anderem von Wasserpark-Mitarbeiter Marcel May. Zusätzlich achtet der Operator auf Sicherheit und Ordnung in dem Spaßbad. Entschuldigung. Merci, danke schön. Das Kind hat von der Seite ein Rückwärtssalto ins Wasser gemacht. Ist eine gefährliche Situation. Also klar, das Kind kann das vielleicht und die Eltern sind auch dabei, aber es ist strikt nicht vom Beckenrand und das gilt auch von diesen Massagedüsen nicht runterspringen. Und vor allem rückwärts, also da ist die Gefahr einer Verletzung sehr hoch. Marcels aufmerksamen Blick entgeht nichts. Trotzdem hat er ein klares Motto. Immer ein Lächeln auf den Lippen, ganz wichtig. Sicherheit ja, aber der Spaß darf nicht verloren gehen. Doch neben den Badegästen muss Marcel auch noch auf etwas anderes achten. Die Grad-Badeschuhe sind sehr oft im Weg. Die muss man aus dem Weg räumen, weil es halt doch eine Gefahrenquelle ist zum Stolpern. Leere Gläser, viel Müll. Die Besucher schauen nicht immer gleich, wo ist der nächste Mülleimer, sondern hinterlassen es meistens am Platz oder halt leider auch auf dem Boden. Und das räumen wir relativ schnell weg. Wer wie der gelernte Hotelfachmann als Operator arbeiten möchte, wird von den Betreibern gezielt geschult. Vom Erste-Hilfe-Kurs bis hin zum freundlichen Umgang mit den Badegästen. Tut mir leid, das Ballspielen ist leider nicht erlaubt im Becken. Tut mir leid, aber danke. Durch den 8000 Quadratmeter großen Außenbereich schlängelt sich ein Wildwasserkanal. Nicht tief, aber dennoch gefährlich. Marcel muss genau hinschauen. Dass sie nicht stehen bleiben im Becken, dass sie auch nicht aufstehen und laufen, weil da ist eine große Gefahr dahinter, wenn jemand anders reinrutscht, ist schnell was passiert. Und sehr oft halten sie sich halt auch in den Zwischenbereichen auf und das ist natürlich auch ein Gefahrenpotenzial. Entschuldigung, Entschuldigung. Ihr müsst weiter. Wir wollen ja, dass jeder glücklich nach Hause geht und nicht mit Verletzung. €180 Millionen haben die Europaparkbetreiber in das neue Badeparadies gesteckt. Das ist die größte Investitionssumme in der Unternehmensgeschichte. Familie Schmidt aus Hessen testet den Wasserpark. Noch haben sie nur einen kleinen Teil der Erlebniswelt erkundet. Wie lautet das Zwischenfazit nach ihrem ersten Tag im Badeparadies? Richtig gut. Ja, ich glaube, es ist echt schön. Also man muss halt alles mal ausprobieren und jetzt einfach mal sich orientieren. Ja. Die Anstehzeiten schon manchmal so ein bisschen abschrecken. Also die 45 Minuten, wenn man dann überlegt, man steht da in dem Turm, 45 Minuten und das mal vier, das sind ja schon mal 2, 3, 4 Stunden weg, um 4 Rutschen auszuprobieren. Und das ist dann schon vielleicht. Aber wir testen es jetzt. Aber erst am nächsten Tag. Jetzt ist Zeit für das Abendessen. Die vier testen das hoteleigene Restaurant Bubba Svens. Auf der Karte dominieren typisch nordische Fischgerichte. Also es ist für jeden was dabei. Die Kindergerichte sind toll. Jetzt gerade mit 2 Kindern hier. Ich finde auch von Fisch bis Fleisch bis mal danke Max, bis auch mal ein Salatteller oder ein Steak. Olaf hat sich für das Restaurant-Highlight entschieden. Die Fischkiste. Ah, ist ja wirklich die Fischkiste, ist ja geil. Und die hat einen stolzen Preis, 27,50 Euro. Der Backfisch für die Kids kostet je 8 Euro. Ansonsten liegen die meisten Hauptgerichte zwischen 10 und 20 Euro. Die Qualität ist gut, was ich hierzu sagen kann. Und natürlich ist es vielleicht irgendwo anders ein bisschen günstiger. Aber wir sind in der Hotellerie auch und da erwartet man, also ich sag mal, da rechne ich mit sowas auch. Bisher hat die Familie rund 500 Euro für ihren Urlaub ausgegeben. Und das ist noch nicht alles. Der nächste Tag. Am frühen Morgen ist es noch ruhig im neuen Badeparadies nahe des Europaparks.
Es ist eine deutschlandweit einzigartige Kombination aus Freizeit und Wasserpark. Viele der insgesamt 300 Mitarbeiter sind schon seit Stunden damit beschäftigt, alles für den Besucheransturm vorzubereiten. Einer von ihnen ist Martin Zeiser aus der Technik. Er und seine Kollegen checken jeden Morgen alle Rutschen. Wir überprüfen jetzt die Rutschenoberfläche bzw. die Rutschenstöße, die man hier alle schön weiß sieht, auf oberflächliche Beschädigungen oder ob irgendwelche größeren Abstände da sind, sodass die Reifen, mit denen die Gäste hier durchrutschen, nicht beschädigt werden. Kleinteile an der Badekleidung sind häufig für die Beschädigungen verantwortlich. Die winzigen Kratzer werden größer und damit zu gefährlichen Fallen. Besondere Gefahr lauert in den sogenannten Bodyrutschen. Er rutscht hier mit seinem blanken Körper hier drüber. Und jetzt müssen wir im Prinzip gucken, dass die Stöße der einzelnen Bauteile exakt beieinander sind. Müssen wir zu 100% genauer drauf schauen, weil sonst könnte sich der Badegast an seiner Haut oder die Kleidung verletzen. Und das wollen wir ja natürlich nicht. Noch halten sich die Abnutzungen bei den neuen Rutschen aber in Grenzen. Perfekt. So wie es sein soll. Jeden Morgen reinigt der Putztrupp das gesamte Badeareal. Den Mitarbeitern bleiben nur 3 Stunden Zeit, bis die ersten Gäste eintreffen. Dann muss der 32.600 Quadratmeter große Wasserpark picobello sauber sein. Eine halbe Stunde vor Eröffnung kommt der Chef persönlich zur Endkontrolle. Andreas Kienzle ist einer der 3 Parkleiter im Spaßbad. Er weiß genau, wo er hinschauen muss. Ich mache da als Stichprobe, guck, ob alles sauber ist. Weiß dann die Kollege von unserer Reinigungsfirma noch auf kleinere Verschmutzungen hin. Schau mal, da muss ich noch ein bisschen nachreinigen. Gell? Mhm. Ja. Alles klar. Doch bei all dem Trubel bleibt der Umgangston im Team freundlich. Hallo. Morgen. Während Andreas Kienzles Kontrollgang ist das Operator-Team mit dem allmorgendlichen Nasstest beschäftigt. Die Mitarbeiter müssen jede Rutsche einmal vor Eröffnung Probe rutschen. Dabei checken sie, ob überall genügend Wasser fließt. Definitiv ein Wachmacher für den Start in den Arbeitstag. So, Leon, bei euch zwei alles gut? Ja, Probe rutschen, seid ihr schon alles gerutscht? Die 2 hier. Aha. Aquaroke. Drüber auf T1 auch schon. Die UK Juni. Alles klar, okay. Ja. Dann sag, ich habe mal die linke hier, geht noch nicht, gell? Ja, wie geht's hier? Augenblick, muss ich gerade, frage ich noch mal kurz nach. Die Judy an Technik. Ja, klar. Nur kurze Frage, die Stormwind, die läuft noch nicht. Das seid ihr da noch an der Vorfilter? Genau, die schau gerade. Alles klar, melde dich dann. Danke. Okay. Bitte. Techniker Martin Zeiser ist auf dem Weg in die Katakomben des Wasserparks. Hier unten schlägt das Herz des Spaßbades. Die komplette Anlage, gucken wir mal jetzt, dass alles dicht ist, dass nirgends irgendwo eine Pfütze ist. Weil wir arbeiten zwar hier mit Wasser, aber hier unten wollen wir doch so wenig wie möglich Wasser haben. Hier schalten die Techniker auch das Wasser in den Rutschen an und ab. Aber Vorsicht! Wenn du da drin stehst und es wird jemand einschalten, da hast du eigentlich keine Chance. Dann liegst du unten im Becken und kannst dich dann erstmal umziehen gehen. Deshalb immer funken, bevor es heißt Wassermarsch. So, jetzt haben wir auch von unserem Kollegen die Freigabe. Und jetzt schalten wir unsere 2 Bodyrutschen ein. Und Rutsche Nummer 2? Das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass wir... jetzt kommt er. Jetzt ist die Luft weg. Wir haben keine Probleme. Alles gut. Zurück bei Andreas Kienzle. Kurz vor Eröffnung hat der Parkleiter noch ein paar Mängel entdeckt. Ganz kurze Frage, könnt ihr gerade da draußen nachher noch kurz sauber machen? Die Aschebecher sind noch voll. Nur die Aschebecher. Genau. Ja. Gerade die Aschebecher noch, die haben wir auch nicht, die ein bisschen abrauchen. Super. Dankeschön. Bitte.
Der gelernte Meister für Bäderbetriebe treibt das Reinigungsteam an, damit es pünktlich fertig wird. Es hat sich ziemlich eingespielt mittlerweile. Die Abläufe werden langsam routinierter und es spielt sich langsam ein. Aber wir sind nach wie vor immer auf der Suche nach besseren Lösungen. Also wir sind da auch sehr uneitel. Wenn wir sehen, dass irgendwas nicht so funktioniert, wie ich es hier tue, dann schmeißen wir das alles über den Haufen und versuchen, besser zu werden. Ganz kleiner Augenblick. Bis wann seid ihr fertig? 5 Minuten? Ja. Alles klar. Okay, guckt da, dass wir dann rauskommen, gell? Morgen. Geht ihr in Position? Ja. So, morgen, Sina. Geht ihr in Position? Ja. Alles klar. Morgen, Davide. Guckt, dass wir in Position kommen, gell? Ja. Langsam kann der Parkleiter sich etwas entspannen. Wie man sieht, läuft jetzt auch die Rutsche. Also ist jetzt alles gut. Wenn dann so kurz vor Eröffnung irgendwas doch nicht so funktioniert, da geht der Puls ein bisschen höher, ja. Manchmal habe ich morgens um 9 schon die ersten 8000 Schritte auf der Uhr. Also, ja. Also ist sehr weitläufig. Deswegen gehe ich auch immer ein bisschen flott, weil ich glaube 30% von meiner Arbeitszeit sind Wegezeit, weil Rolandika doch relativ weitläufig ist. Im Themenhotel nebenan. Der Ansturm auf das Frühstücksbuffet hat begonnen. Auch Familie Schmidt ist früh dran. Die Schlange. Die gehen jetzt alle um 8 Uhr essen, dass sie um 9 Uhr im Schwimmbad sind. Danke. Denn die Hotelgäste dürfen exklusiv eine Stunde vor den Tagesgästen in das Bad. Also wir sind ins Bett gefallen, alle vier. Wir waren hundemüde, haben noch kurz Fernsehen geguckt und haben super gut geschlafen. Dementsprechend groß ist der Hunger. Es gibt ein kaltes und ein warmes Buffet. Das Frühstück ist bei allen Zimmerpreisen inklusive. Ich finde den Service absolut Hammer. Also wirklich, es ist jeder bemüht, jeder kümmert sich und jeder ist freundlich. Also unglaublich. Ich arbeite auch im Servicebereich oder im Kundenbereich und dann merkt man das halt extrem. Also und vom Essen her, gerade das Frühstück, ich habe gerade zu meinem Mann gesagt, Obst, Mango, Püree, kleine Brezelchen, alles so liebevoll. Also so Sachen findest du sonst im Frühstücksbuffet nicht Auswahl, immer. Ja, finde ich auch. Ja. Nach der Stärkung geht es hinüber in den noch leeren Wasserpark. Und direkt zur beliebtesten Attraktion, der Reifen-Familienrutsche. Die Treppen hinauf zum Rutschenturm werden im Laufe des Tages proppenvoll werden. Mega! Also ich habe keine Luft von den Treppen. Die Stunde vor dem richtigen Opening, sag ich mal, von hier ist echt super für die Hotelgäste. Weil hier ist echt wenig los und wir sind in 2 Minuten an den Rutschen und das nutzen wir jetzt auch richtig aus. Ja, super, da sind wir gleich dran. Das ist und jetzt sind wir auf der Steilrutsche und sind ganz aufgeregt und jetzt geht's gleich los. An ihrem höchsten Punkt ist die Halfpipe-Rutsche so steil, dass die Badegäste sogar einen Moment der Schwerelosigkeit erleben werden. Und wie kam der rasante Fall aus der Steilrutsche bei unserer Testfamilie an? Wir waren sehr weit oben, möchte ich mal sagen. Wir waren, glaube ich, fast ganz oben. Ja. Ja. Also es ist schon Adrenalin pur da hoch. Also guck mal. Ja. Aber schön. Max war so ein bisschen weiß, aber es ging. Ja. Alles gut. Genau. Jetzt kann es weitergehen. Jetzt gehen wir in die Trichterrutsche. Wir sind da hochgeflogen. Solange der Park noch einigermaßen leer ist, nutzt die Familie die Zeit, um so viele Rutschen wie möglich zu testen. Denn spätestens, wenn die Tagesgäste kommen, werden auch die Anstehzeiten wieder länger ausfallen. Punkt 10 Uhr. Der Wasserpark öffnet offiziell seine Pforten. Er ist für maximal 5000 Badegäste ausgelegt. Gleichzeitig dürfen aber nur 3500 hinein. Teamleiterin Pauline Friedemann sorgt morgens für Ordnung im Foyer. Die Gäste sollen ihre Tickets vorab online buchen. Nach dem Scannen bekommt jeder ein Band für den Aufenthalt im Bad. Es funktioniert einfach alles im Bad mit den Bändern. Egal ob der Einlass ins Bad, das Verschließen der Schließfächer oder auch drin, wenn Sie was kaufen, bezahlen Sie einfach alles mit dem Armband. Das ist wie das Bargeld im Bad oder ein Schlüssel im Bad. Das ist alles in einem. Es ist Freitagvormittag und noch dazu Ferienbeginn. Das Foyer füllt sich schnell.
Pauline Friedemann muss jetzt eingreifen und die Gäste direkt am Eingang koordinieren. Wenn hier die Schlange sozusagen voll ist, dass die Leute einfach nicht bis rausstehen. Das heißt, oben haben wir auch noch mal eine recht große Schlange, wo die sich einreihen können. Deshalb schicken wir die Leute einfach nach oben, dass die eben nicht draußen in der Kälte stehen müssen. Doch oben beim zweiten Check-in ist offenbar noch nicht alles vorbereitet. Ja, jetzt haben wir gerade das Problem, dass oben nicht genügend Gerobänder sind, dass wir die Warteschlange so hinstellen können, wie wir es gerne hätten. Und deswegen müssen wir jetzt einfach auch im Bad gucken, wo die restlichen Gerobänder sind, damit wir hier vorne alles fertig machen können. Die Teamleiterin und ihr Kollege improvisieren. Mit den Bändern dirigieren sie die Gäste im oberen Bereich in weitere Warteschlangen. Hier ist jetzt Gerüst für den großen Ansturm. Das heißt, wir machen jetzt hier einfach noch zu. Das heißt, die Leute kommen und haben keine andere Möglichkeit, wie einmal hier außen rum und sich dann hier in die Schlange einreihen. Genau, gerade einmal hier außen rum, bitte. Kurze Zeit später ist es sowohl unten als auch oben voll. Bis zum Mittag werden hier noch Hunderte von Besuchern hineingeschleust. Das neue Themenhotel gehört zum größten Hotelresort Deutschlands. Während sich die Gäste im Wasserpark nebenan tummeln, müssen hier 1300 Betten frisch bezogen werden. Eva Mutschinska arbeitet im Team der Zimmermädchen. Zusammen müssen sie täglich bis zu 304 Zimmer sauber machen. Und sie haben jeweils nur rund 20 Minuten Zeit. Wenn es stark verschmutzt ist, ein Ding der Unmöglichkeit. Das hier ist so ein typisches Zimmer. Nichts Außergewöhnliches. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Doch die Arbeit der Zimmermädchen geht auch oft weit darüber hinaus. Eva hat schon viel gesehen. Das hier ist ein Park mit vielen Kindern und vielen Hunden. Manchmal sind die Zimmer dann echt dreckig. Zum Beispiel durch herumliegende, volle Windeln. Und mein schlimmstes Zimmer? Wahrscheinlich das mit viel stinkendem Müll. Und einmal, wo sie alle Möbel verrückt haben und nichts mehr da war, wo es sein sollte. Wer hier übernachtet, erwartet gleichbleibende Qualität. Das bedeutet täglichen Stress für das Personal. Es kommt darauf an. Wenn du 15 bis 20 Räume zum Reinigen hast, ist das erstmal nicht so viel. Aber wenn alle am Kämpfen sind, kann es schon stressig werden. Heute ist auf jeden Fall mehr los. Es ist Ferienzeit und viele Familien sind hier wegen Rolantica. Sagen wir mal so, es ist etwas anstrengender heute, aber wir hatten schon Schlimmeres. Fertig. Die Präsidentensuite bietet Platz für 6 Personen und kostet 800 Euro pro Nacht. Housekeeping-Chef Corentin Weber überprüft die Arbeit der Zimmermädchen. Erst wenn er sein Go gibt, wird das Zimmer für die neuen Gäste freigegeben. Er kennt die Ecken, in denen sich noch Schmutz versteckt, ganz genau. Ich habe immer Handschuhe dabei, so am besten schwarz, damit wir sehen, ob die Zimmer so noch staubig sind oder sowas. Corentin Weber ist streng. Wenn nötig, legt er sogar selbst Hand an. Sein Anspruch ist hoch, aber das muss er auch sein, denn die Hotelgäste kennen kein Pardon. Wir sind schon ein 4-Sterne-Superior-Hotel, deswegen müssen dann halt die Ecken schon schön gemacht sein. Und ein Bett ist auch gut gemacht. Und hier fällt jetzt noch ein Süßigkeiten für unsere Gäste. Genau. Egal wie sehr die Zeit drängt, Corentin Weber kontrolliert jedes winzige Detail. Erst dann gibt er das Zimmer frei. So um 15.30 Uhr muss eigentlich normalerweise alles fertig sein. Aber das kann auch sein, dass manchmal wir nicht genug Leute haben oder das Zimmer so wirklich dreckig waren. Deswegen haben wir mehr Zeit dafür gebraucht. Und dann halt sind die Zimmer nicht um 15.30 Uhr. Aber die meisten Zeit schaffen wir das schon. So in den Suiten haben wir noch so Kaffeemaschine und noch Minibar, die für unsere Gäste inklusiv ist. Dann hier gibt es leider noch eine alte Kapsel. Dann müssen wir dann halt rausmachen, noch das kurz putzen.
So, Frau Muschinska, Sie haben super gemacht. Von oben bis unten war alles gut. Nur für die nächste Zimmer bitte nicht vergessen, nur kurz noch Kaffeemaschinen auffüllen. Okay. Mit Bio. Und auch hier gab es nur eine alte Kapsel. Wenn Sie noch kurz das rausmachen können. Genau. Und nur ein Lakritz-Art im Schlafzimmer unten gefällt. Und die Lakritz, ja genau. Und nur noch eine Karte. Und die zwei Snorri-Süßigkeiten haben auch noch gefällt. Okay. Okay? Dankeschön. Super. Das hat Eva Muschinska rasch nachgebessert. Das Zimmer kann pünktlich freigegeben werden. Zurück im neu eröffneten Wasserpark. Der will bei seinen Gästen vor allem mit spektakulären Action-Rutschen punkten. Die Idee? Freizeitspaß à la Europa-Park, aber das ganze Jahr über, ohne Winterpause. Wer hier Ruhe und Entspannung sucht, ist definitiv fehl am Platz. Olaf und Elke Schmidt zieht es zu den Freifallrutschen, ohne ihre beiden Kids. Die sind am Piratenschiff an den Rutschen und toben. Ja. Die genießen das mal, glaube ich, ohne Mama und Papa. Genau. Und wir jetzt auch mal kurz, dass wir das ohne die machen. Weil die kommen am Ende auf die Idee, wollen das auch machen. Ja, die Ella hat schon gesagt, darf ich auch. Sag ich, nee, nee, ab 12. Ja. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Mit 50 km/h geht es für die beiden 20 Meter abwärts. Also ich fand sie gut. Also ich fand sie mega heftig. Also wirklich mega heftig. Ja. Also der Kick da oben, wenn du weggehst und dann die Rutsche ist, finde ich sehr viel Wasser. Du hast sehr viel Wasser im Gesicht. Aber es ist schon Adrenalin pur. Also, aber sie ist gut. Währenddessen toben sich die Zwillinge Max und Ella am Skipstrand ohne die Eltern aus. Dieser Bereich ist vor allem für die Kids vorgesehen. Mittags testet Familie Schmidt das Selbstbedienungsrestaurant Lumalunda. Hier ist erst einmal Schlange stehen angesagt. Schauen wir mal, wie schnell es geht. Aber ich habe gesehen, die haben Pizza, Pasta, Salat hier und von dem her ist, denke ich mal, für alle was dabei. Doch das dauert. Und auch die Platzsuche wird jetzt zur Stoßzeit immer schwieriger. Wir haben auf die Uhr geguckt, gerade eine halbe Stunde haben wir jetzt gestanden, um nur diese Nudeln. Also wir hatten, ich habe schon mittendrin überlegt, mir eine Pizza zu holen, weil das ging schneller, aber es ist schon heftig. Also gerade weil du mit dem Tablett ausstehst und das wirklich eine halbe Stunde hältst. Und die Kinder wurden jetzt gerade auch schon sehr unruhig. Also es war ein bisschen anstrengend. Besonders bei den warmen Temperaturen im Bad. Danach verbringt die Familie ihre letzten Stunden im Wasserpark, bevor es wieder nach Hause geht. Der Kurzurlaub mit Hotel, 2 Tagen Badbesuch und Essen hat sie rund 700 Euro gekostet. Könnte ein bisschen günstiger sein, finde ich, ganz ehrlich. Aber ansonsten war es traumhaft schön und es hat sich schon gelohnt, der Preis, absolut. Und so Rutschen haben wir eigentlich noch nie so in der Art und Weise gefunden irgendwo. Und wir sind ja so ein bisschen Adrenalin und Action. Und von dem her fanden wir es echt grandios. Also ich glaube, den Kindern hat es euch gefallen. Auch für Andreas und Nicole aus der Nähe von Freiburg geht ihr Wellness-Kurztrip zu Ende. Abschließend gönnen sich die Altenpflegerin und der Verkäufer noch einen Besuch im Wasserpark. Ihr Erholungswochenende hat sie insgesamt rund 500 Euro gekostet. War es das Geld wert? Also unser Gesamtfazit von dem heutigen Tag mit dem Wellness, mit dem Hotel, mit dem Rolantica ist eigentlich top. Also das kann man nur empfehlen. Genau. Und nochmal buchen auf jeden Fall. Definitiv, ja. Ein Wasserpark mit stolzen Preisen und langen Wartezeiten. Doch die Gäste scheinen das in Kauf zu nehmen. Für ein bisschen Badespaß.